Es ist nicht einfach, eine perfekt glatte und strahlende Haut zu erreichen. Aber keine Sorge, ich habe ein paar einfache hausgemachte Rezepte für dich, die deine Haut innerhalb von Minuten zum Strahlen bringen. Egal welchen Hauttyps oder Alters. Willst du alle Details erfahren? Lass uns gleich loslegen. 1. Haferflocken und Kakaomaske. Hafermehl ist ein bekannter Inhaltsstoff für Hautpeelings und Kakaopulver ist sehr reich an Antioxidantien, die deine Haut braucht, um gut auszusehen. Füge etwas Kokosöl für zusätzliche Nährstoffe und Honig für die Hydratation hinzu. Und eine Must-Have-Gesichtsmaske für frische und jung aussehende Haut ist fertig. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Haut etwas Hilfe gebrauchen könnte, mische 1 Esslöffel Kakaopulver, 1/2 Esslöffel gemahlenes Hafermehl, 1 Esslöffel Honig und 1,5 Esslöffel Kokosöl. Alle Zutaten gut vermischen, um eine glatte Paste zu erhalten. Wasche nun dein Gesicht, tupfe es trocken und trage die Paste auf deine Haut auf. Wenn du eine dünne Schicht dieser Paste aufträgst, ist das mehr als genug für ein großartiges Ergebnis. Circa 20 Minuten einwirken lassen und dann mit warmem Wasser abspülen. Schon erledigt. 2. Honig und Gurken. Beruhigendes Gesichtswasser. Einer der größten Fehler, die Menschen machen, ist das Weglassen des Gesichtswassers bei der Hautpflege. Ein Gesichtswasser stellt den natürlichen pH-Wert deiner Haut wieder her, schützt sie und macht sie glatt und schön. Du kannst ein Gesichtswasser besorgen, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, oder du kannst gleich jetzt eins machen und strahlende Haut genießen. Schäle zuerst 2 Gurken und gib sie in einen Mixer. Dann den Gurkensaft abseihen und mit 1 Esslöffel Honig vermischen. Sobald alles erledigt ist, trage eine kleine Menge dieses Gesichtswasser mit einem Wattebausch auf das Gesicht auf. Voila! Deine Haut sieht wieder frisch und strahlend aus. 3. Kürbis und Milchpüree. Jeder liebt Kürbis, richtig? Anscheinend ist es nicht nur ein leckeres Gemüse, sondern auch eine großartige Behandlung für trockene und fad aussehende Haut. Füge etwas porenstraffende Milch und nährenden Honig zur Mischung hinzu, um eines der besten hausgemachten Mittel für strahlende und glatte Haut zu erhalten. Wenn du die Ergebnisse selbst sehen willst, zerkleinere mehrere Stücke gesundes Kürbisfleisch, koche es und gib es in eine Küchenmaschine oder einen Mixer, um ein Püree herzustellen. Nachdem du damit fertig bist, gib 1/2 Teelöffel Honig und 1/2 Teelöffel Milch zu deinem fertigen Püree und mische diese zu einer Paste. Trage diesen Brei auf dein sauberes Gesicht auf und lass ihn 15 bis 20 Minuten einwirken. Sobald er getrocknet ist, ist es an der Zeit, ihn mit warmem Wasser abzuwaschen. Wiederhole diesen Vorgang 1 bis 2 Mal pro Woche. Du wirst deine Haut nicht wiedererkennen. Oh. 4. Grüner Tee und Reismehlmischung. Grünen Tee zu trinken ist großartig, aber die Anwendung auf das Gesicht ist noch besser. Seine Antioxidantien verkleinern die Poren und ergeben eine Schönheitsbehandlung für deine Haut. Reismehl hingegen hält die Haut auf, was bei Pigmentierung oder Aknenarben, wie ich sie habe, sehr hilfreich ist. Und der letzte Bestandteil ist eine Zitrone, das beste natürliche Anti-Akne- und Mitesserprodukt. Wie immer ist diese Mischung wirklich einfach herzustellen. Du musst dazu nur 2 Teelöffel frisch gebrühten Tee mit 2 Esslöffeln Reismehl und 1 Teelöffel Zitronensaft vermischen. Vermenge alle Komponenten zu einer Paste und lass sie 20 Minuten lang auf deinem Gesicht. Vergiss nicht, deine Feuchtigkeitscreme zu verwenden, nachdem du die Maske mit Wasser abgespült hast, um deine Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit zu versorgen. 5. Brauner Zucker und Vanillepeeling. Peelings sind eines der wichtigsten Schönheitsprodukte für die Haut. Es ist jedoch sehr wichtig, mit ihnen vorsichtig zu sein, da starke Peelings deine Haut ernsthaft schädigen können und Akne sowie Irritationen verursachen. Zum Glück habe ich ein billiges und sehr leichtes Peeling für dich, das deine Haut sanft peelt. Stelle dieses Peeling in nur 2 Schritten her. Mische 2 Teile Milch und 1 Teil braunen Zucker und füge ein paar Tropfen reines Vanilleextrakt hinzu. Wenn du den Effekt verdoppeln möchtest, füge der Mischung auch ein Eigelb hinzu. Jetzt ist es bereit, aufs Gesicht oder Körper aufgetragen zu werden. Aber werde nicht übermütig, wenn du die Ergebnisse siehst. Es wird empfohlen, es nicht mehr als 2 Mal pro Woche zu verwenden. 6. Zimt- und Kamillentee-Reinigungscreme. Diese hausgemachte Paste ist sehr wohltuend für deine Haut, da sie auf verschiedene Arten wirkt. Zimt stimuliert die Haut, Kamillentee hat eine beruhigende Wirkung und macht sie geschmeidig.
Milch peelt die Haut ab und Honig hilft, Aknenarben loszuwerden. Tolle Kombi, oder? Um all diese Vorteile für dich einzusetzen, mische einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt, ein Teelöffel frisch gebrauten Kamillentee, zwei Teelöffel Milch und ein Viertel eines Teelöffels Biohonig. Am Ende solltest du eine sanfte Paste erhalten. Befeuchte dein Gesicht und massiere es sanft mit deiner fertigen Creme. Nicht länger als 3 Minuten einwirken lassen und dann mit warmem Wasser abspülen. Na also, deine Haut sieht wieder lebendig aus. 7. Bleicherde-Gesichtsmaske. Spezialisten empfehlen, Gesichtsmasken mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche aufzutragen. Und deine Möglichkeiten sind wirklich endlos, da der Markt voll von feuchtigkeitsspendenden, reinigenden und beruhigenden Masken ist. Aber du brauchst nur eine für reine Haut und den ultimativen Glanz. Eine Bleicherde-Gesichtsmaske. Für diese Maske brauchst du folgende Inhaltsstoffe. 2 Esslöffel Bleicherde oder Fullererde, wie sie oft genannt wird. 1 Esslöffel Tomatensaft, 1 Prise Sandelholz und 1 Prise Kurkuma-Pulver. Mische alle diese Komponenten gründlich und füge Wasser zu einer feinen Paste hinzu. Trage diese Paste gleichmäßig auf das Gesicht auf, warte 10 bis 15 Minuten und spüle es mit lauwarmem Wasser ab. Bleicherde verkleinert die Poren und lässt die Haut gesund und schön aussehen. 8. Eier und Honig – Antifaltencreme. Es ist heutzutage nicht mehr so schwer, eine Antifaltencreme zu finden. Die meisten von ihnen sind jedoch nicht nur voller gefährlicher Chemikalien, sondern wirken auch kaum. Zum Glück gibt es ein wunderbares, natürliches Antifaltencreme-Rezept, das dein Gesicht fast sofort jung und strahlend aussehen lässt. Und wenn du es weiterhin regelmäßig verwendest, werden die Ergebnisse noch herausragender. Um sie herzustellen, muss man nur 2 Teelöffel Vaseline für einige Sekunden erhitzen, bis sie weich wird. Dann 1 Teelöffel Honig hinzufügen und gut vermischen. Danach 2 Esslöffel Olivenöl, 1 reife Avocado und 1 Eigelb hinzufügen. Mische nun die Zutaten kräftig, bis du eine homogene Paste erhältst. Alles erledigt! Vergiss nicht, die Creme in ein geschlossenes Glas zu geben und zu schütteln. Vor dem Gebrauch der Creme mindestens 5 Minuten ruhen lassen. Du solltest auch dein Gesicht waschen und trocknen. Jetzt kannst du die Creme auftragen. Massiere dein Gesicht sanft für einige Minuten in kreisenden Bewegungen mit den Ringfingern. Und lass die Creme für etwa 30 Minuten ihre Wirkung entfalten. Achte darauf, dass du sie nach Ablauf der Zeit mit einem Wattestäbchen oder Mineralwasser entfernst. 9. Milch- und Zitronensaft-Haarentfernungsmaske für das Gesicht. Gesichtsbehaarung ist ein Problem, mit dem viele Frauen täglich zu kämpfen haben. Aber jeder hat seine eigene Schönheitsroutine, um sich darum zu kümmern. Aber wenn du immer noch nach einer Methode suchst, die dir innerhalb weniger Minuten beeindruckende Ergebnisse liefert, solltest du diese Milch- und Zitronensaftmaske unbedingt probieren. Alles, was du tun musst, ist 2 Teelöffel gehäuftes Kichererbsenmehl, 1/4 Teelöffel Kurkuma-Pulver, 3 Teelöffel frische Milch, 1 Teelöffel Zitronensaft und 1 Teelöffel Kokosöl zu einer dicken, öligen, gelben Paste zu mischen. Dann trage einfach eine dicke Schicht davon auf alle Stellen auf, an denen du die Haare loswerden willst. Lass die Maske 10 Minuten trocknen und reibe sie dann vorsichtig mit den Fingern, um sie zu entfernen. Wenn du mit diesem Schritt fertig bist, wasche dein Gesicht mit warmem Wasser und trockne es mit einem weichen Handtuch, um die Hautpflege abzuschließen. 10. Zitrusfrüchte-Gesichtsmaske. Wenn wir müde werden, beginnt unsere Haut stumpf und ungesund zu werden. Aber eine Zitrusmaske verleiht dir wieder ein strahlendes Aussehen. Diese Früchte sind reich an Zitronensäure, was deine Haut schält und aufweckt. Und alle Vitamine und Mineralien pflegen die Haut und lassen sie wieder gesund aussehen. Wann immer deine Haut einen kleinen Schub braucht, schlage 1 Eiweiß in einer Schüssel, bis es zu Schnee wird. 2 Teelöffel Sauerrahm mit 1 Teelöffel frisch gepresstem Zitronensaft und 1 Teelöffel frisch gepresstem Grapefruitsaft mischen und zusammenfügen. Mische alle Zutaten gründlich und trage sie für etwa 15 Minuten auf dein Gesicht auf. Danach mit warmem Wasser abspülen und schon kann es losgehen. Kennst du noch andere hausgemachte Rezepte für eine glatte und strahlende Haut? Verrate es uns im Kommentarfeld unten. Vergiss nicht, diesem Video einen Gefällt mir zu geben, es mit deinen Freunden zu teilen und auf Abonnieren zu klicken. Bleib auf der Sonnenseite!